Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 19 hier auf der Map Obertal, auf unserem Hof Obertal. Ich bin wie immer der Shorty von der Test Area. So, ich will mal hier weitermachen. Ja, hab ja herausgefunden, dass das sehr, sehr praktisch ist, Kalksaatgut und Mineraldünger ins Hauptsilo umzuladen, weil das für die Sämaschinen auch besser ist. Egal wie groß, also wie hoch oder wie breit die Sämaschinen sind, die passen da besser drunter als bei den anderen Silos. Jetzt habe ich aber mal noch eine Überlegung gehabt. Da bräuchte ich mal eure Mithilfe. Ich meine, es sind ja so im Schnitt, also sind ja schon einige Klicks pro Video. Also müssen ja einige Leute dann auch meine Videos gucken. Jetzt hatte ich mir überlegt, ah komm, wir packen hier erstmal Weizen rein. Ich mache ja im Moment nur das Projekt Obertal. Ich kann immer mal wieder ein Sonderprojekt dazukommen, ja, so wie ich Zeit habe, aber mich würde einfach mal interessieren, auf welchen Maps spielt ihr denn? Oder was könntet ihr euch vorstellen, was wäre interessant, auf welcher Map man vielleicht oder ich vielleicht noch ein zweites Projekt ins Leben rufe. Ich habe jetzt vom Mario und vom Ansgar, da gab es hier die Top 15 Maps oder sowas, ne? Aber das ist ja immer völlig unterschiedlich. Ich weiß auch nicht, wie die Leute das dann da wählen oder beurteilen. Beim Ansgar hat mir zum Beispiel Multimap Obertal und so war überhaupt nicht dabei. Und da sind manchmal Maps bei, die kenne ich noch nicht mal. Mich würde das echt mal interessieren. Wo, also welche Maps sind für euch so interessant? Hier gibt es nichts zu holen, ne? Doch, Leppalin. Welche Maps sind für euch interessant, dass ihr die privat spielt? Wenn da eine bei ist, die echt, sag ich mal so, der Favorit ist, würde ich mir die dann schon gerne mal angucken. Mal gucken, ob wir da nicht auch irgendwie Bambule Randale machen. Leerpaletten. Ich würde die mitnehmen. Auch wieder zur Gärtnerei. Für das zweite Gewächshaus. Das wäre doch nett. Vorsichtig beim Rückwärtsfahren. So. Jetzt noch die drei. Eins, zwei. Kriege ich den dritten? Natürlich nicht. Anstatt einfach schön geschmeidig, einfach so dicht dran vorbei. Nein, ich muss hier wieder rangieren wie so ein Weltmeister. Naja, gut. Okay. Also wie gesagt, ne, ich bin gespannt. Schreibt es mir in die Kommentare, welche Maps ihr spielt oder interessant findet, wo man mal gucken könnte. Ich bin da, was das angeht, ich habe mir jetzt nochmal die Nordfriesische Marsch angeguckt, ohne Gräben etc. Nur irgendwas, keine Ahnung. Ich muss da wohl irgendwas updaten oder so. Ich hatte keine Verkaufstrigger, nix. Naja, oh, ich sollte hier auch zumachen, wa? Offener Truck, okay. Ja, dich brauche ich nicht. Erstmal fahr du mal nach Hause und den nicht, ne? Ja, den auch nicht. Oh, der steht hier. Was mache ich mit dir? Du musst erstmal deinen Anhänger wiederholen. Also der hat die ganze Zeit Fischfutter gefahren und verkauft, ne? Silos, Raffinerie, Parken, blablabla. Zielorte, Spedition. So, dann fahr du mal. Ah, der hatte die Milch. Die Milch.
Können wir hier schon mal gucken. Das ist die gute Haarmilch. Das ist die gute Sojamilch. Quark und Joghurt. Na gucke. Läuft doch. So, dann kannst du ja jetzt die Gülle wegbringen. BGA Anlieferung. Mach mal leer. So. Dich brauche ich nicht. Ich wollte ja eigentlich schon. Mache ich auch. Wollen wir den auch mal ein bisschen was tun lassen, ne? Fahren wir jetzt hoch. Aber in welcher Reihenfolge und überhaupt und ich weiß das noch gar nicht. Also ich werde jetzt schon mal nebenbei auch die Sämaschinen in Betrieb nehmen hier. Dass die mir ansehen auch. Hier ist ja auf dem Hof, also, ne? Okay. Da komme ich gerade nicht durch. Naja. Dann schicke ich dich jetzt auch zum Hof 1. Eine Sämaschine hinten dran hängen. Die kleinen Traktoren. Also die schlanken. Klein ist ja relativ, ne? Die schlanken Traktoren benutze ich lieber für anderes. So. Dich brauche ich nicht. Da war der Kalkstreuer. Du kriegst jetzt erstmal noch einen Anhänger. Mit dem Anhänger fährst du jetzt erstmal zur Düngerfabrik. Dann müssen wir mal gucken, was wir da haben. So. Düngerfabrik. Wo fahre ich denn? Komm, Anlieferung. Anlieferung Mist. Da kannst du parken. Wieder eine Linie finden hier. Hat da. Sehr schön. Ach ja, guck an. Den müssen wir losschicken. Erster Wegpunkt. Feldarbeit ist eingestellt. Kalkstreuer 30 Meter sind 30 Meter. Ne? Du musst zu Feld. Da haben wir letztes Mal nicht losgeschickt. Felder. 46. Wenn du angekommen bist, übergibst du an Cosplay. Am Startpunkt enden. Ob das funktioniert, ich weiß es nicht. So, das kann ich zumachen. Das kann ich anmachen. Und jetzt müsste der da eigentlich dahin fahren und loslegen. Ah, das ist ja ein schönes, großes Feld auch, ne? Ja, also ohne getunte Maschinen, das wird ja hier... Ach, mein Gott, wird das lange dauern. So. Schön, schön. Und dann, ja... Let's go, mein Freund. 50. Sehr schön. Dann ist das Feld hier auch so weit, dass man ansehen kann. Aber wir müssen ja immer gucken, ob es gepflügt werden muss, ob da Kalk drauf muss. Ne? Das ist ja für den Ertrag wichtig. Das sollte man schon vorbereitend machen. Dann beim Ansehen noch die zwei Düngestufen und das alles und sowas und überhaupt. Okay, das läuft. Jetzt habe ich mal weiter. Das ist der... Ja. Hier könnte ich mal eben... Hier muss ich ja auch weiterkommen. Wie ist das denn? Hier? Das Förderband. Mach mal eben hier auch, dass das dann leer ist.
Ist leer. Okay. Kriege ich dich jetzt da vorbeigesteuert? Ich glaube fast nein, oder doch? Sehr gut. Dann kannst du nämlich hier gleich abgeholt werden. Dann springe ich mal raus. Wunderbar. Geht doch. Nur wenn es jetzt noch den Mist von der Kühe, ne? Von den Mukus. So. Schweinegehege. Kuhstall. Mist abholen. Da soll er hin. Obwohl, das war doch richtig. Halt, 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 halt. Ach, schade. So. Du hier auch. Kuhstall. Und Mist abholen. Yep. Ich muss hier mal gucken. Ja, den hatte ich jetzt komplett unterbrochen, ne? Ja, dann noch mal von vorne. Da war halt in der Zwischenzeit Gras abladen auf dem Hof. Der hat den ganzen Verkehr gefühlt jetzt aufgehalten auch, ne? So, die beiden Spritzen brauche ich noch nicht. Den LKW muss ich natürlich da wegnehmen. Den stellen wir gleich dahinter. Obwohl, nee, der kann hier. Der kann erst. Entschuldigung. So ist fein. Der kann erst zum Futterwerk wieder fahren, fällt mir mal so ein. Der kann Mischfutter abholen und Schweinefutter abholen. So, der macht hier die Runde mit dem Kalk. Ich werde den ganzen Kalk rüber ins Hauptsilo bringen lassen, Saatgut und Mineraldünger, weil ich das praktisch finde. So, du bist voll mit Weizen. Ich weiß noch nicht, was ich mit dem Weizen mache. So, Weizen ist leer. Was haben wir noch? Gerste, Hafer. Nee. Raps. Sonnenblumen. Sonnenblumen ist gut. Mach du das mal mit den Sonnenblumen. Der steht hier bei der Gärtnerei. Das ist gut. Wir haben das erste Gewächshaus beliefert mit Leerpaletten. Jetzt werden wir das zweite Gewächshaus mit Leerpaletten beliefern. Aber da ist, ich weiß gar nicht, ist da Mist? Da ist gar nicht so viel Mist drin, ne? Na, ist ja egal. Ist ja wirklich egal. So. Z. Wie ziemlich zügig. Läuft das? Ja, das läuft. Du kannst, dich brauche ich gar nicht. Dich schicke ich wieder nach Hause. Paletten werden hier alle abgebaut. Ja. So, du bist wieder zu Hause. Okay. Okay. Oh, die Krane. Kräne. Was mache ich mit dir? Habe ich irgendwas für dir zu tun zum Einfahren? Im Moment, ich glaube, nein. Es ist noch anderes zu tun. Was wollte ich? Ich hatte was im Hinterkopf, was ich mit dem machen wollte. Ach so. Ja. Uffe passt. Muss ich da erstmal reinfahren und muss mir den Anhänger holen. So. Mit Geduld. Schön sachte, ne? Ah, das ist wieder. Passt. Nein! So. Aber jetzt. Jetzt.
Sag ich doch. Und zwar hatten wir doch, ja, den Hafer. Oh, mal gucken. Ich habe da ja wieder so eine weise Voraus. Mal gucken, ob die weise Vorausahnung auch zutrifft. So, Hafer, bester Preis. Wusste ich doch, Bergfruchthandel. Da wären wir mit diesem Mods-Mega-Anhänger, wären wir doch da im Leben nicht rumgekommen. 358.848 Liter. Okay. Und zwar beladen, Silo, Hofsilo, Getreide abholen, abladen. Da habe ich den Verkaufstrigger Bergfruchthandel. Genau, aber kein Fischfutter, sondern A, B, C, D, E, F, G. H. H-A-A-A. Hafer. So. Dann fahr du mal. So, du bist leer mit. Du hast Gülle abgeladen. Auch sehr gut. Ich mach dich aus. So. Und dann fahre ich dich hier drunter. Du passt da drunter. Und dann kriegst du erstmal Gärreste. So, Motor aus, weiter tappen. Jetzt kommen wir auch an die Sämaschinen. Sehr schön. Das ist sehr schön. Oh, stopp, 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 stopp. Okay. Z. Ich fange jetzt mit den Zuckerrüben an. Die habe ich letztes Mal vergessen. Mohn, Dinkel, Hirse, Tabak, Kopfsalat, Weißkohl, Rotkohl, Gras, Weizen, Gerste, Kartoffeln, Zuckerrüben. Okay. Das war Feld 15. Habe ich auf Feld 15 schon den 15-Meter-Kurs sehen? Nein. Habe ich nicht. Muss ich eben vom Hof aus fertig machen. Okay, Kurs ist generiert. Abgespeichert, einsortiert. Und du fährst jetzt das mit dem Befüllen. Da muss ich noch gucken. Also das Wiederbefüllen der Sämaschine. Wir machen jetzt erstmal Feld 15 fertig. Da an Cosplay übergeben. Ja, kein Weg gefunden. Ist in Ordnung. Ja, ist auch in Ordnung. Das mache ich mal zu. Ich muss erst eine passende Linie finden. Jetzt. Ja. Steht doch da total. Egal, tappen wir durch. Da. Dann klemme ich den auch an die Sämaschine. Ja. Die ist auch voll. Jetzt muss ich gucken beim Feld 16. Das ist ja Mais, ne? Säen mit 15 Meter. Haben wir schon. Sehr schön. So. Umstellen. Erster Wegpunkt. Muss ja überhaupt. Da ist schon auf Speed. Ast rein. Am Startpunkt enden ist aktiviert. Das ist super. Ich brauche den jetzt eigentlich doch nur. Ja, komm, ich schick dich jetzt zu Feld 16. Ja, ich weiß, ich stehe im Weg. So, an Cosplay übergeben an, aber ich muss hier noch, darf ich nicht vergessen, auf Mais umstellen, sonst habe ich ein Problem. Mais. Okay. Und los. So, das kann ich wieder zumachen. Und wir tappen weiter. Du bist hier. Ich muss jetzt gucken.
Ich habe hier Flüssigdünger und Pflanzenschutz immer noch abgeschaltet. Brauche ich augenblicklich noch nicht nachproduzieren. So, hier ist kein Dünger mehr da. Richtig, den hatte ich ja abgeholt und zum Hof gebracht. Wir sammeln ja auch gerade den Mist, ne? Saatgut ist leer. Eieieiei. Auch kein Saatgut. Hier ist Kalk. Na komm. Dann halt so. Der Pflug ist hier am Pflügen. Der gibt hier richtig Gas. Immer noch im Vorgewinde. Ist in Ordnung. Hier ist mittlerweile angekommen der Unimog. So ist das, ne? Das so durchtappen, ne? Wenn dann so alle Fahrzeuge in Action sind und da Bewegung drin ist. Ich stelle den mal hier neben. Das Förderband brauche ich nämlich gleich noch woanders. So, aber noch bin ich da. Der hat Wasser bei den Kühen geliefert. Der hat Wasser bei den Schweinen geliefert. Sind die Kühe und die Schweine denn jetzt mit Wasser versorgt? Die Kühe sind wasservoll, die brauchen nur noch Futter. Die Schweine sind wasservoll, die brauchen nur noch Stroh. Gut, dann kannst du doch jetzt. So, du befüllst dich am Hof bei der Wassertonne. Du lädst ab an der Düngefabrik, Düngerfabrik, Anlieferung Wasser. Und Wasser. Und ich mache dich an. Fahre zu Abladepunkt. Ja, fahr doch. Warum fährst du nicht? Hat noch nicht mal den Motor angemacht. Na komm. Sprich mit mir. Der steht still und fährt nicht los. Warum? Ah, jetzt. Jetzt. Mach mir keinen Quatsch, Keule. Mach mir keinen Quatsch. So. Jetzt müssen wir das Förderband dahin bringen. Hilft alles nichts. Ach, Motor ist schon an. Ganz gemütlich. Gemütlicher. So. Und B. Jetzt schieben wir ein bisschen raus. Also erstmal ganz hoch. So. Und dann schieben wir es ein bisschen raus. Und dann machen wir B. Und jetzt holen wir den Traktor und packen den da drunter. Und dann ist das mit dem Mist nämlich auch gleich erledigt. Er fährt wieder wie ein Weltmeister. Nicht. So, die Box ist leer, die Mistbox. Und alles ist im Traktor. Und du kannst die 34.000, das ist ja nicht viel. Das ist nicht viel. Du kannst zur Düngefabrik fahren und den Mist dort anliefern. Und weg. So. Hau ab. Jetzt kann ich dann den Unimog nehmen. Das bringt jetzt meine Durchtapp-Reihenfolge natürlich vollends durcheinander. Ne? Aber das ist so. So. So, und dünn und dünn dünn. Dann fährst du vom Forstbetrieb 2, da laufen nämlich die Hackschnitzel über. So, jetzt kann ich tappen. Der mit dem Wasser ist mein lieber Schwan. Der macht schon. Ne? So, das ist der mit dem Mist. Vom deutschen Mist. Ja, der hat noch mal von vorne angefangen, ne?
Ja, es ist die Spritze, die brauche ich jetzt noch nicht. Hier. Das ist zwar laut, aber okay. Was haben wir? Das ist auch nicht die Welt, was da an Mischration drin ist. Nö, nö. Nö, nö, nö. So. Motor ist aus. Kann er jetzt hier auffüllen. Und der macht fleißig seine Runden und überliefert den Kalk. Das ist sehr gut. Hier ist voll mit Sonnenblumen und mit Weizen. Und das ist gut. Das schickt mir nämlich jetzt zum Futterwerk. Schweinefutteranlieferung. Und da kann er nämlich auch gleich abladen. Sehr schön. Und los. Und da ist nämlich die Sämaschine, die dahinter steht, auch, ne? Macht sich jetzt auf den Weg. So. Und so. Und der steht hier. Der steht hier. Die brauche ich vorerst nicht. Den brauche ich nicht. Kran brauche ich sowieso nicht. Den Pickup brauche ich nicht. Hier, der macht jetzt hier die Verkaufstour vom Hafer. Jawohl, sehr schön. Du bist voll vorne? Okay, dann Monster hat durchdrehende Reifen. Oh, das gibt's. Wir gucken gleich. So, Anhänger voll machen. Motor aus. Der 36. Ah. Der tut ja auch sein Bestes und ist am Mais sehen. Wunderbar. Und das mit den durchdrehenden Reifen beim Monster hat sich gerade wieder erledigt. Ne, schon wieder. Kommen wir gleich hin. So, du bist voll. Du kriegst Abladekurs im Hofsilo. Silo, Hofsilo Getreide anliefern, bitte. Also die durchdrehenden Reifen kann ich mir nur vorstellen, dass das der mit dem Pflug ist. Ja, aber warum stehst du da drin? Irgendwas ist wieder gewesen. Dass er vom Kurs abgekommen ist, das passiert schon mal. Ne? Jetzt muss ich hier, da war das, dass mir das auch angezeigt wird. Wollen wir mal schauen, wo er denn war und wo nicht. Vielleicht war der Fehler auch da drin, weil ich gesagt habe, hey, hier, komm mal, mach mal, lass mal knacken. Ist irgendwo vom Kurs abgekommen, aber frag mich jetzt nicht wo. Ich würde sagen, die Folgewende hat er noch hingekriegt. Dann ist was schief gelaufen. Na gut, dann gehe ich jetzt hier mal auf naheliegendem Kurs, ne? Ja, hier hat er dann wahrscheinlich irgendwas nicht. Und dann ist er geradeaus durchgeschossen, warum auch immer. Gucken wir mal, was er jetzt macht. Jetzt sind wir detektivtechnisch ja dabei. So. Da hat er dann, genau da, seht ihr, da ist er reingefahren und dann ist er geradeaus durchgeschossen in die Bäume. Why? Why auch immer. Er soll jetzt hier rangieren. Ja. Ja. Das kriegt er nicht hin. Guck mal. Nee, das kriegt er nicht hin. Der sollte nämlich da auf Kurs gehen hier.
Das, also braucht der doch einen eigenen. Muss ich dem einen eigenen Kurs generieren? Der hätte hier anfangen müssen dann. Hier, auf der Stelle hier. So. Hier hätte der weitermachen müssen. Das kriegt er nicht geschnitten. Spannend. Und los. So, jetzt bist du wieder auf Kurs. Ja, ich lasse die jetzt alle zu ihren Zielorten fahren. Beziehungsweise dann, na komm, dich halte ich schon mal an. So, beziehungsweise ihre aktuellen Arbeiten zu Ende führen und zu den Zielorten fahren. Und ja, von da ab machen wir dann morgen weiter. Das war's für heute. Und ja, ich glaube, jetzt haben wir so ziemlich fast alle Fahrzeuge in Bewegung. So muss das sein. Da muss viel passieren jetzt hier auf dem Hof. Müssen auch mal weiterkommen. Und denkt dran, mir zu schreiben, ne, welche Maps ihr da gerade selber zockt und bevorzugt. Wo ihr da Spaß dran habt, was ihr empfehlen könnt, ne? So, Kalk ist leer. Sehr schön. Der ist auch komplett leer. Das ist auch geil. Dann kann ich dich hier zum Hof 1 schicken. Halt, erstmal muss ich gucken, wie es hier aussieht. Für bei den Schweinen kriege ich wieder keine Anzeige. Dann gucke ich hier ins Global Company Menü. Getreide, Füllstand 83%, Proteine und Zusatzstoffe. Was? 203.000 Liter Fischfutter? Aber ich habe das doch abgefahren. Naja gut, wenn das so schnell nachproduziert wurde. Also bitte, ne? Denkt daran. Eure Maps, was ihr gerade spielt, welche Maps euch besonders interessieren. Und dann gucke ich mal, welche Map da am häufigsten auftaucht. Und dann überlege ich mir mal, ach du ahnst nicht. Ja, kommt den Berg kaum hoch hier, weil der so schwer ist, ne? 80,3 Tonnen. Und da rutscht er wieder runter. Was hab? Das ist. Hallo? Dann kann ich das gar nicht machen hier. Guck mal, wie der den Berg wieder runterrutscht. Alter Verwalter, da rutscht der echt den Hügel runter. Das beobachte ich noch ein bisschen. Das ist ja absolutes Chaos. Da fehlt, aber das kann an der Anpresskraft gar nicht liegen und PS-Mangel auch nicht und naja. Naja. Ein interessanter Kampf hier. Also denkt an die Maps. Da rutscht er den Berg und quer runter. Hätte ich mal nicht hingeguckt, ne?
Wie weit ist das nach oben? Ah ja. Okay. Vielen lieben Dank für eure ganzen Likes und für die ganzen Kommentare wieder, ne? Ja, ihr seid einfach eine tolle Community. Was ist denn bei mir? Ist heute Mittwoch. Das wird eng. Bräuchte es Donnerstag. Ich glaube nicht, dass wir auf 1200 Abonnenten kommen für den Livestream am Samstag. Aber gut, noch ist ja ein bisschen Zeit. Ich gucke mir das hier noch ein bisschen an. Ich war, bin und bleib der Shorty von der Test Area und damit für heute raus. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.